mein Gott, was ist das? Worauf habe ich mich heute Abend eingelassen? Bin das wirklich ich? Oder ist es was anderes? Wartet mal ab, was noch kommt. Oh, ihr seht noch nichts. Dann dauert das Bild doch noch länger. Ich bin erschrocken und dachte mir, what the fuck? Habe ich mich wirklich, oh Gott, das will ich nicht. Heute Nacht, ich wollte eine Frau. Was macht der Mann da? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich glaube ja an Jesus, wirklich. Und das seht ihr jetzt im nächsten Bild. Und ich bete, dass die Nacht hoffentlich vorbeigeht. Aber die Bilder in der Kirche, was ich in den Glasscheiben sehe, die halten mich am Leben. Und ich, wirklich, ich denke und denke, das wird alles vorbeigehen. Und wenn nicht, dann muss ich doch endlich davonlaufen. Und ich renne um mein Leben. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Ich renne und scheiße, Afrika, China, Antarktis, ich friere in dem scheiß Outfit. Aber ich hoffe, irgendwann kommt mehr Spaß, als nur zu rennen. Und ich weiß immer noch nicht, was passiert. Aber ich bleib dran. Ach, scheiße, auf den Skibrettern. Jetzt bin ich auf der Piste. Und, oh Gott, die Talfahrt geht ab. Und ich hoffe, endlich wird es besser. Und ich kann endlich ein Siegeserlebnis erleben. Und sind wir jetzt endlich auf dem Rasen oder doch noch nicht? Oh, scheiße, es bleibt spannend. Ja, ich bin am Ball. Ich bin am Ball. Und ja, in der letzten Minute. Oh, scheiße, nur noch 30 Sekunden. Ja, ja, ich komme ans Tor. Und hoffentlich schaffe ich es. Oder ist vorher das Bild weg? Nein, ich schaffe es. Ich schieße das Tor. Ja, schieße ich es jetzt oder nicht? Oh, nee, scheiße. Jetzt lande ich auf dem Müll, weil ich echt Schrott gemacht habe. Oder was ist auch immer, experimenteller Farben. Ich sehe es echt nicht. Nee, es sind Pinsel und Farbe, ich muss malen. Meine Lieblingseigenschaft. Ich male das Bild und ich werde es schaffen. Ich verkaufe das Bild und ich mache Millionen. Da bin ich mir sicher. Ach, ja. Jetzt habe ich die ganzen Süßigkeiten, weil ich vor lauter Stress, ich habe das nicht geschafft, echt die Süßigkeiten aufessen muss. Ich werde es schaffen. Und am Schluss gewinne ich hoffentlich irgendwo, wenn es gut läuft, an der Börse oder ich kriege den Flug nach Hawaii. Ich weiß es noch nicht. Ah, hier ist es. Der Flug, ich habe es. Oh, was hat es? Ah, New York nicht, Hawaii auch nicht. Ah, keine Ahnung, hoffentlich fahren wir noch Strand und doch nicht wieder an Antarktis oder was auch immer in der Kälte. Ich will an den Strand, ich will eine Party. Oh, Strand und dunkle Wolken, scheiße. Immer noch kein Glück. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die dunklen Wolken gehen auf, aber hoffentlich sehe ich irgendwann das Licht am Ende des Tunnels. Geht weg, ihr Wolken, ich will es nicht mehr haben. Ich will einfach Freiheit. Frei sein für mich. Hier, die Entspannung. Ich bin voller Lebensfreude. Ich kann mich entspannen, relaxen. Das Licht ist so wie ein Traum. Alles ist super. Und hoffentlich erwache ich nicht aus meinem Traum. Aber der ist wirklich geil. Scheiße, ich bin aufgewacht und am Laptop. Die Arbeit geht weiter. Es war ein geiler Tagtraum für nur 5 Minuten. Die waren es nicht mal, nur 3. Aber ich habe mich entspannen können. Ich konnte meinen Gedanken freien Lauf lassen. Und ich hoffe, im nächsten Leben, das ist die Realität und nicht nur 3 Minuten. Ich freue mich drauf und es war richtig geil, hier zu stehen heute Abend. Und es ist genau der gleiche Traum, den ich gerade leben konnte in den letzten 4 Minuten. Und Aalen ist geil. Und ich hoffe, ihr alle belebt Aalen, liebt die Kultur. Und wir können gemeinsam feiern, erstmal jetzt. Die Afterwork-Party hier in Aalen. Und ihr werdet es nicht glauben, ich kannte die Folien vorher wirklich nicht. Aber die waren so richtig geil ausgewählt. Und für mich ist es gerade ein Traum. Lasst uns gemeinsam feiern. Und ich hoffe, wir alle brauchen morgen früh Kaffeebohnen, um den Kaffee zu trinken, aufzuwachen und erstmal wieder fit zu sein. Und das lasst jetzt erstmal sacken. Und wenn ihr das sacken lassen habt,
dann überlegt euch mal, was ihr dann morgen früh macht, denn es ist Wochenende. Vielleicht keine Party, vielleicht einfach mal ganz relaxed euer Bücherregal anschauen und gucken, was will ich heute lesen? Irgendeine Satire oder doch, keine Ahnung, Trinkerball von Mimi Fiedler, was gerade so gehypt wird oder was auch immer, oder Astrologie, was wir heute Abend gehört haben, oder ganz tausend andere Sachen. Ach, das Bier aber nicht morgen, das ist zu früh. Das könnt ihr euch für nächstes Wochenende aufheben, vielleicht auch Sonntagabend, aber Wochenende, lasst es euch erstmal gut gehen, ganz entspannt. Und die Grätzung gibt es in München auch ganz okay, weil das Weizen steht hier auf München als Schwabenland. Wir sollten endlich im Frühjahr wieder die kulinarische Meile in Aachen haben. Mit allem, was dazugehört. Heute Abend haben wir schon türkisch gegessen. Hatay ist wirklich wichtig zu unterstützen. Und danke dafür heute Abend. Das sind erstmal die kulinarischen Spezialitäten, gefolgt von irgendwas Süßem. Jeder sollte sich was Süßes gönnen im Leben. Ganz, ganz wichtig. Denn ohne Süßes können wir nicht überleben. Und ich sage nur eins und nochmal vielen lieben Dank für den Vortrag. Ich habe mich sehr wohl darin gefühlt. Wir sind jetzt gleich auf der nächsten Folie. Find your passion, be yourself and be happy to be in Aachen. Thanks a lot. Dankeschön.